So, und ein Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Ich habe die ganze Nacht durchgeackert, wie man vielleicht sieht, um das Kackmehl komplett fertig zu machen. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, weil wir noch haben. Es fehlt halt eindeutig der Honig. Und jetzt, was könnte es Besseres geben nach so einer durchgeackerten Nacht als in die Kirche zu gehen und einmal fett eine Predigt zu halten. So, ich frage mich nochmal ganz kurz. Wir haben 23. Ah, das wollte ich nicht. Königliche Siegel, 50. Bauerlaubnis. 20. Die Kirche größer zu machen. Ja, komm. Die gönne ich mir mal. Würde aber gerne erstmal kurz die Predigt halten. Und dann können wir mit dem Dickerchen nochmal quatschen, weil ich weiß nicht, ob dann irgendwie die Kirche geschlossen wird oder sonst irgendwas. So, ich stelle mich einfach mal kackenfrech. Achso, schade. Ich dachte, da bleib jetzt davor stehen, aber. Naja, unsere Kirche ist klasse. Kannst du dir nicht mal was Neues ausdenken? Es wird alt. Alt! Ich hoffe, das bringt jetzt wenigstens ein bisschen Kohle ein. Weil wir ja jetzt nicht mehr so viel haben, ne? So, geil, geil. Ja, sie freuen sich. Gib euer Geld. Los, geht weg. Ja, ja, ja. Sich sehen lassen. Ist schon lange keiner mehr hier gewesen. Schade eigentlich. So, 1,64, dann sind wir wieder bei 6. Ja, das geht doch recht fix. Könnte schneller sein. Aber es wird langsam. Ich bin bereit, die Kirche zu verbessern. Ich hätte jetzt gedacht, dass es etwas länger dauert. Verdammt. Kein Problem. Moderne Architektur, okay. Mein Geschmack zu hell. Unsere modernen Gläubigen werden es lieben. Ich glaube, im Jahr, in 10 Jahren, werden einige von ihnen vielleicht sogar das Lesen gelernt haben. Was für ein. Was für verrückte Zeiten, für wahr. Übrigens glaube ich, dass du die Spendenbüchse größer machen solltest. Wo wir gerade von Spenden reden, bist du dir bewusst, dass du ein rechtmäßiger Bürger sein musst, um Zeremonien in großen Kirchen vollführen zu dürfen? Muss ich jetzt extra dafür zahlen, oder was? Geil. Oh, das habe ich wohl vergessen zu erwähnen. Kein Wunder, ich muss mich ja um so viele Dinge kümmern. Halt die Schnauze. Zeige mir einfach eine Bescheinigung, dass du ein rechtmäßiger Bürger bist und ich öffne dir die große Kirche. Geil. Uiui. Weiche Kirchenbank. Jetzt kann man bestimmt die Wandleuchte ein bisschen besser anbringen hier irgendwo. Muss ich mal gucken. Joa. Seide. Kriege ich denn jetzt Seide her? Gut, ich würde den Tag ja gerne nochmal neu starten, um das alles nicht vergeudet zu haben, aber. Ich befürchte, ich war nicht im Bett und habe nicht gespeichert. Deswegen funktioniert das, glaube ich, nicht ganz so. Habe ich irgendwas aus Versehen mitgenommen? Irgendwas habe ich doch. Ja, nee, den nehme ich mit. Gehe gleich in den Kerker, glaube ich. Ja. So, kriege ich den jetzt so eine Bürgerlizenz her? Ah, meine Güte. Erinnere mich gerade an etwas, was ich auch noch machen kann. Und zwar 10 Flugblätter, damit ich den alten Hexenverbrenner nochmal einen Besuch abstatten kann. Nein, geh weg. Ja, Blatt. Dö. Mal gucken, wann kommt er denn? Hier.
Jeden. Ja, das dauert noch. Das dauert noch. Deswegen packe ich die einfach mal hier rein. Passt schon. So. Dann wollen wir mal den Knochen leeren. Mal schauen, was der Gute bringt. Puder. Geil. Und 20 blaue Punkte. Gibt es noch irgendwas, was mir... So blaue Punkte wären geil. Weiß gerade nicht, wo ich die nochmal herbekommen kann. Tja, also ich... Theoretisch weiß ich's. Aber es wird teuer. Da habe ich gerade keinen Bock drauf. Kann ich hier irgendwas Neues bauen jetzt? Ich wollte eigentlich den Bienenfreund machen, aber... Sollten vielleicht... den hier mal machen. So, das brauche ich nicht. Anatomie kann ich mal machen, eigentlich. Dafür habe ich auch nicht genug davon. Aber ich kann ja theoretisch... Nicht? Ich habe noch Bienenwachs im Haus. Mal Bienenwachs. Aber vorher... Habe ich den einmal mit? Ja, wunderbar. Bevor ich mir jetzt das Bienenwachs hole. Wo ist er denn? Schlange! Dein Ernst? Och, jeden... Oh. Wird ja mal besser hier. Oh, nee, an dem Tag gehe ich da nicht hin. Als ob du was Besseres zu tun hättest, Mann. Was hatten wir hier drin? Das... Kann man eigentlich aus so einem Eimer Blut auch irgendwie Weiden oder so herstellen? Mir eigentlich kann aber passieren, dass man das verwechselt, oder? Ich wollte Bienenwachs holen. Oh, leider nur zwei, aber das ist okay. Damit muss ich jetzt leben. Den lasse ich hier. Nee, den nehme ich mit, damit ich das nicht vergesse. Das, was ich gepennt. So. Ab zur Kirche, aber ich möchte mal ganz kurz gucken, ob der Esel was Schönes so beigebracht hat. Nö. So ein. Blöder Esel. Okay. Gut. Frau... Anmut war das, glaube ich. Ist heute da. Ich glaube, da schaue ich doch gleich mal vorbei. Weil, so wie ich das in Erinnerung habe, braucht die nur ein paar... Glaube... Dann passiert was. Ich habe keine Ahnung was, aber... Das werden wir dann wohl in Erfahrung bringen. So. Kerze. Kann leider einmal die Kerze herstellen. So. Oh, komm. Das ist bitter. Ich nehme mal 10 mit. Ich weiß nicht, wie hart Frau Anmut umzukriegen ist, aber... Das sehen wir gleich. Ich teleportiere mich mal noch nicht. Und zwar bin ich jetzt den falschen Weg gegangen. Ach, verdammt. Das kommt davon, wenn man nicht so oft diesen Weg lang geht. Wer es nicht im Kopf hat, hat es in den Beinen. So. Davon. Dann kann ich jetzt einfach mal faul sein und zum toten Pferd. So. Hm. Okay. wenn dich das erfreut, dann sage ich da nichts gegen. Toast mit Zwiebeln.
Den Wein mache ich selber, den ist nicht hier. Da wieder meinen neuen Baum. Da. So, einen Moment. Ah, so, verzeiht. Ach, gut, ich hab's noch. Ah, ja, ah, okay. Du schon wieder? Ja. Selbstsicher. Mal sehen, ob es klappt. Ich glaube, du solltest dich entschuldigen. Ich bin kein Kleiner, ich bin ein angesehener Friedhofswärter. Aber ich bin auch ein großer Fan von dir, also nenn mich einfach Wärter. Vielleicht bist du doch nicht so übel, dieser Kontrast zwischen deinem schmutzigen Gewerbe und deinen Manieren. Geil. Schön, dich zu treffen, Wärter. Du solltest nicht nur mein Talent, sondern auch meine Schönheit komplimentieren. Komplimentieren. Ich mag Schmeicheleien. Schlange. Ich habe Schlange im Kirchenkeller getroffen, aber er ist nicht sehr gesprächig. Vielleicht kannst du mir helfen, mit ihm ins Geschäft zu kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit diesem hinterhältigen Bastard normale Geschäfte abwickelt. Ach, übrigens, wenn du ihn siehst, schmeiß ihn diese falschen München in seine Visage und dann komm zurück und erzähl mir, wie er reagiert hat. Meine Güte. Keine Fragen. Toll. Das hat sich ja gelohnt. Geil. So, ist irgendwas zu sagen? Oh, Kette, ach ja. War ja was. Ich kaufe mir die einfach mal nach und nach und dann. Weil. Ja, oder später. Gebratener Kürbis. Kürbis. Okay. Früher oder später brauchen wir sowieso. Kann ich? Ja, kann ich. Früher oder später brauchen wir sowieso alle für das Achievement. Deswegen ist das okay so. So, die Geschichte kommt in den Keller. Das eigentlich auch. Das behalte ich mal. Und das behalte ich auch. Der kommt ja bald. Der kommt hier am grünen Tag. Ja. Was kann man denn in der Zeit machen? Ich gehe ja jetzt einfach mal davon aus, dass meine Weintrauben. Hat sich irgendwas bewegt. Achso. Ja, gut. Blätter bewegen sich im Wind, das haben wir jetzt auch festgestellt. Neue Erkenntnisse jeden Tag hier. Oh Mann. Gut. Also wenn ich mich nicht irre, müsste ich jetzt jeweils 6 bekommen. Ja, oder auch nicht. Gut, dann halt nicht. So, gucken, ob ich hier unten Traubenkern ab. Weißt du was, ich mach das alles mal fix. Und ich habe gerade sowieso keine Kohle, ne? Also. Ja. Kann ich später zumindest ein paar mehr anbauen. Sechs, acht habe ich insgesamt. Das kann man sich leicht merken. So. Kriege ich das noch hin? Ja, kriege ich noch hin. Heute war, glaube ich, der Dödel da. Ella, ich brauche Bienen. Ella. Auf! Du Lump! So. Gib mir eine Biene, verdammt. Gib mir eine Biene. Los! Okay, Bienenwachs ist auch okay. Aber eine Biene wäre geiler. Wahrscheinlich schon wieder zu spät. Sicher. Ja. Dann ist das halt so. Brauchen wir halt noch
sind bestimmt so 30 Folgen, bis ich endlich mal meine eigenen Bienenstock da oben hab. Hier. Den Honig wollte ich hier reinschmeißen. Sich dann mal mitnehmen. So, ich wollte gucken. Ich habe doch jetzt hoher Aufschnitt. Das bringt mir noch Aufschnitt. Okay. Ja, hier so. Ja, hier. Gebratenes Fleisch. Daraus zwei. Achso, kriege ich dann einen. Früher konnte ich das einfach so, glaube ich, gebraten. Keine Ahnung. Ein gebratener Kürbis aus einem. Werden dann drei. Oh. Sich auch nicht so. Langsamer Stoffwechsel. Ja, es ist irgendwie alles schön und gut, aber irgendwie das Preis-Leistungs-Verhältnis bei dem Kram ist doch schon ein Stück besser. PCs. Der Kaufmann ist heute da. Der wollte einen. Der Kaufmann wollte keine Bauerlaubnis, sondern Händlerlizenz wollte der haben. Muss ich mal gucken. Ach, ist eine Scheißleiche. Komm. Die trauert eh keiner. So, dann habe ich jetzt auch genug Haut, um mir eine Rüstung zu machen. Der kann weg, der Abfall. Alles im Inventar. Das ist doch mal eine geile Leiche gewesen. Urroter Schädel. Also wenn das nicht mal geil ist. Oh, ich hatte eh nicht genug. Ich frage mich jetzt aber auch vor allem, wie viel es einbringen wird, wenn ich meine Predigt halte. Genau. Die Nummer. Zaun reparieren. Oh, cool. Das ist nice. Ditte ist nice. Ich frage mich aber, wie viel der dann repariert. Den ganzen Zaun? Oder irgendwie so ein Stück? Dann wäre das echt teuer. So, und das wollte ich auch nochmal machen. Das auch. Oh, das ist. Polierter Stein. Das weiß ich. Ich guck mal. 7 Balken. Ja. Nägel. Ein Buch. Spalten. Spalten. Getter Stein. Und 12 Keramik. Urnen. So. Kann man ja mal gucken, ne? So, eine Handelslizenz. Ja, rechtmäßiger Bürger, Handelslizenz. Aber oh, das wird noch dauern. Was ist das? Rechtmäßiger Bürger. Ach so, für den, damit ich hier auch über. Okay.
Ach, rechtmäßiger Bürger. Ah, cool. Passierschein. Lizenz. Habe ich jetzt einen Passierschein bekommen oder ist er gerade einfach Aristokrat? Ich habe keine Ahnung. Das sind jetzt Dinge, aber ich wollte schnell. Ah, ist jetzt das Problem, mein Inventar ist voll. Das hast du geil gemacht. Habe ich die Handelslizenz jetzt nicht bekommen? Doof. Ach, ich habe die wahrscheinlich auf den Boden geschmissen, ne? Du Trottel, ey. Ja, ich habe so das Gefühl, dass es von der Zeit nicht reicht. Weiß nicht warum, aber. Lauf! So, einfach mal ein bisschen Platz machen, schnell. So. Da haben wir auch wieder ein Gebet. Das heißt, es funktioniert so, wie ich es möchte. Ah, ich muss laufen. Warte da. Geh doch nicht weg. Ich habe doch die Handelslizenz. Ah. Mach doch eine Stunde über. Eine Überstunde. Ah, ich komme, warte. Ist wichtig. Ah, es ist. Ah. Ah, jetzt geh. Ah, nein, er ist weg. Nein. Ich denn noch? Ich denn noch? Ich denn noch? Nö. Toll. Ja. Was zur Hölle war das? Ja, das frage ich mich auch. Aber ich wurde auf dem Weg zur Stadt vom Blitz getroffen. Ich habe es gespürt, ein uralter und mächtiger Zorn. Komm mal schnell hierher. Es scheint, als würde jemand oder etwas dich nicht in der Stadt haben wollen. Ich bin nicht sicher. Ja doch, eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass das alles übel für dich endet, wenn du so weitermachst. Also ich bin jetzt auch ein Schädelübel. Hä? Achso, ja. Aber ich muss dorthin, ich muss die magischen Gegenstände finden, ich muss zurück nach Hause. Ich bin ein bisschen beleidigt, dass du versuchst, mich zu verlassen. Aber weil ich dein Freund bin, schlage ich vor, dass du dich mit Schlange am Kirchengarten unterhältst. Ich glaube, er kann diese Gegenstände für dich finden. Er ist ein ziemlich geschickter Schurke. Ich rede ständig mit ihm. Ich verstecke mich in einem Haufen von Schädeln und wir quatschen. Sogar vorstellen. Er glaubt, dass ich seine innere Stimme bin, deshalb erzählt er mir alles. Geil. Hat er dir irgendwas Interessantes erzählt? Als seine innere Stimme finde ich es höchst unpassend, dir das zu erzählen. Die Fresse. In Ordnung, vielleicht kann er helfen. Ja, toll. Das haben sie ja wirklich wunderschön gelöst, dass man großen Stadt erzählt und dann nicht mal rein kann. Behindert ist das denn bitte? Ja. Wie viel brauchen wir? 5? 10? Entschuldigung. 15. Ja. Ja. Okay. Das kann ich mitnehmen. Das bleibt hier. Habe ich die Sachen hier reingeschmissen? Waren im Kirchenkeller. Also ganz ehrlich, das mit der Stadt ist irgendwie. Ich weiß ja nicht. Es fühlt sich einfach faul an. So, als ob sie bewusst Content verstecken würden. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es fühlt sich nicht richtig an. Das kann ich euch sagen. Es ist irgendwie.
Kann natürlich auch sein, dass sie es irgendwie als DLC raushauen wollen, aber. Hat einen bitteren Nachgeschmack. Das hat wirklich einen bitteren Nachgeschmack. Ich habe hier irgendwas bekommen. Nicht sicher, irgendwas, was. Ach nee, nee, schon gut. Ich bin gerade in meiner eigenen Welt. Ich habe Dinge fantasiert. Oder so, ich weiß es nicht. So. Kann es sein, dass. Also ich glaube, einen kann ich wegmachen. So wie ich das sehe. Ich lass die. Komm, ich lass die. Die Sachen kann man dann ja später. Da kann ich mir auch nochmal aufschreiben. Das kann ich gerade sowieso nicht machen. Holz. Sie Holz, sie Holz. Kann ich fast machen. Aber dann brauche ich immer noch Seide. Und ich habe keine Ahnung, wo ich Seide herbekomme. Wo bekommt man Seide her? Ja. Schön. Wo bekommt man Seide her? Ah, jetzt hör doch auf, Mann. Swordmaster. Ich weiß nicht, okay. Alter, dass das immer wieder zurückscrollen muss, verdammte Scheiße. Ja. Scheint so, als könnte man Seide nicht selber herstellen. Das ist irgendwie doof. Das finde ich doof. Ah, das hätte man besser machen können. Egal, ich wollte gucken. Kann man bestimmt beim Vornehmen. Oh, Händler kaufen. Wandleuchter waren das, glaube ich, ne? Boah. Sechs Eisen. Klingel. Habe ich denn noch ein paar Sachen, die ich hier reinschmeißen wollte? Es ist ein Hin und Her. So. Die nehme ich mit. Bleibt hier, das bleibt auch hier. Das kommt auch mit. Ja. Heute kam Schalala lange. Ist die Frage, ich guck gleich. Steht das da abends oder morgens oder? Fünf blutige Nägel, die habe ich noch nicht. Okay. Die Bürger, königliche Siegel. Zu teuer. Rechtmäßiger Bürger, Handels. Ich hatte doch eine. Oder bin ich gerade doof? Das war die Bürgerplakette, die ich bekommen habe. Ne? Aristokrat, 12 Gold. Heuer. Ist das. Geil. Ja. Gut, ich wollte eigentlich gerade auch nur ein wenig Holz mitnehmen. So, und in dem Moment, wo ich gerade hier lang trotte. Wollte ich mich im Prinzip verabschieden. So. Oh, ihr kennt das ja, ne? Oh, sogar eine Leiche neu gekommen. Ich die gleich nochmal angucken. Dö. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es mal wieder ein wenig durcheinander war. Aber das ist ja nichts Neues. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.